Ja, einen schönen guten Abend. Als erstes, Kogi, alles, also Glückwunsch zum verdienten Sieg. Ihr seid von Anfang an wesentlich besser ins Spiel gekommen. Habt in der ersten Halbzeit auch den besseren Torhüter gehabt. Wir haben uns dadurch ein bisschen von unserer Linie abbringen lassen. Wir haben klare Chancen am Anfang gehabt, auch 7 Meter, die wir nicht nutzen konnten oder nicht genutzt haben. Dadurch hat sich auch unser Spiel verändert. Wir haben nicht diese Leichtigkeit im Angriff gehabt. Klar hat Gummersbach auch gut Deckung gespielt, aber diese Durchschlagskraft, die man eben braucht, die Beweglichkeit, um die großen und guten Abwehrspieler in Bewegung zu bringen, haben wir nicht geschafft. Gummersbach hat diese Leichtigkeit, weil sie einfach auch ein paar einfache Tore über den Gegenstoß gemacht haben, die wir gar nicht gemacht haben. Und so ist es bis zur Halbzeit schon 5 gewesen. Und dann zweite Halbzeit waren wir ein bisschen besser im Spiel, hatten auch, finde ich, auch ein bisschen eine aktivere Abwehr, ein paar Paraden von den Torhütern, hatten dann im Spiel, ich glaube, so 3-mal die Chance, mal auf 2 zu verkürzen oder 2-mal auf 2 und 1-mal auf 3 wieder und haben das dann eben liegen lassen, weil wir Bälle wieder verloren haben oder weggeworfen haben. Und dadurch haben wir es nicht geschafft, dass vielleicht nochmal ein bisschen ein Zitterhändchen bei der Gummersbacher Mannschaft kommt. Und insofern geht der Sieg absolut verdient in Ordnung und wünsche jetzt den Gummersbachern ein gutes Los fürs Viertelfinale. Guten Abend. Danke für die Glückwünsche, Markus. Danke für das Spiel. Ich bin erstens sehr, sehr glücklich, dass wir weitergekommen sind. Das freut mich sehr. Die erste Halbzeit von uns war sehr gut. Ich muss sagen, Daniel Rebmann hat uns am Anfang diesen Vorsprung eigentlich rausgearbeitet mit 2 gehaltenen 7 Metern, mit gehaltenen Gegenstoß und was durch die Abwehr gekommen ist, auch die Rückraumwürfe gehalten. Als wir haben uns auf 4-5 Tore absetzen können, Göppingen ist dann wieder ein bisschen rangekommen, aber ich bin sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit, mit unserer Effektivität, auch wir werfen um die 80%, was wirklich, wirklich gut ist. In der zweiten, wir hatten Probleme mit Saraz im Prinzip, das ganze Spielen über, der restliche Rückraum hatten wir so weit im Griff da ein Riesenlob an Stepan und Tom Kiesler, die haben es heute super wirklich gemacht im Innenblock, vor allem die ersten so 40 Minuten, muss man sagen. Zweite Halbzeit war nicht wirklich schön von der Angriffsleistung her, wir schießen immer noch 33 Tore, frage ich mich aber auch manchmal, wie das geklappt hat oder gemacht haben. Aber eine Runde weiter macht mich sehr stolz und sehr glücklich für die Jungs. Wir haben mit einigen Angeschlagenen und Kranken zu kämpfen jetzt im Moment, aber dass wir weitergekommen sind, freut mich einfach sehr und jetzt gilt es, Kräfte zu sammeln und sich auf das Spiel gegen Leipzig jetzt am Sonntag vorzubereiten. Dankeschön. Zunächst die Frage an Markus Bauer, warum er sich circa 10 Minuten vor Spielende aufgeregt hat am Spielfeldrand? Ja, weil die Offizielle das Spiel unterbrochen hat und mir 2 Minuten geben wollte, weil ich eine Sache applaudiert habe, die aber nichts mit den Schiedsrichtern zu tun hatte. Und das habe ich ihr gesagt. Sie soll das jetzt machen, wenn sie meint, ich kümmere mich jetzt um die Schiedsrichter, wenn meine Mannschaft im Angriff ist. Hat sie dann ja auch nicht gemacht. Und die Frage an Gudjon Valur Sigurdsson zum Gesundheitszustand von Kapitän Julian Köster. Er ist krank. Dass er krank ist, er ist seit, was haben wir heute, Mittwoch? Er ist seit Montag krank, aber wir haben wirklich gehofft, dass wir das hinkriegen könnten. Aber dann wird es gestern schlechter, heute ein bisschen besser. Ich hoffe auf morgen ein bisschen besser. Dann hoffe ich auf eine Wunderheilung am Freitag, dass er am Samstag topfit ist, nach Leipzig zu kommen und in Leipzig spielen kann. Aber kann ich noch nicht bestätigen oder absagen, das war einfach, er konnte einfach nicht mehr trainieren diese Woche und das hat einfach nicht hingehauen bis zum Spiel. Aber dafür umso größer der Lob und macht mich stolzer, dass ein Spieler, der normalerweise über 45, 50 Minuten im Spiel bei uns spielt, dass Stepan ihn in Abwehr ersetzt hat und
Miro auch hat mit Rückenproblemen zu kämpfen, musste gespritzt werden vor dem Spiel und deswegen, dass er auch spielen könnte. Ole nach seiner Muskelverletzung konnte auch ein bisschen spielen. Dominik nach dem Kopftreffer, so es war ein bisschen Lego oder Tetris spielen heute. Frage an Gogi Sigurdsson, ob mit Tom Kiesler heute eine neue Angriffsstärke entstanden ist. Absolut, und ich möchte ja keine Geheimnisse ausplaudern, aber Christoph Schindler hat gesagt, er möchte Ihnen eine Torprämie auszahlen. So, absolut. Nächste Frage bitte. Keine weiteren Fragen? Wunderbar, dann bedankt sich der VfL Gummersbach ganz herzlich für Ihr Erscheinen, für die Zusammenarbeit im Jahr 2023. Wir wünschen unseren Gästen alles Gute, gute Heimreise nach Schwaben. Und ja, morgen um 13 Uhr bereits Auslosung im Viertelfinale, welches angesetzt ist für den 3. und 4. Februar.